Unsere Demokratie braucht die richtigen Instrumente, damit die Bürger herausfinden können, was sie brauchen und damit sie umsetzen können, was sie möchten. Dafür brauchen wir Volksentscheide bundes- und auch europaweit. Ich bin bei mehr Demokratie, weil es wichtig ist, viele Menschen, insbesondere junge Menschen, zu begeistern für ihre Beteiligung an unserer Gesellschaft, die wir alle gemeinsam gestalten können. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das ist das tägliche Brot der Demokratie. Und mehr Demokratie sorgt sich, dass dieses Brot nicht hart wird. Deshalb fragen wir nach, sind wir Bürger oder nur Steuerzahler? Wie denken wir uns einen Staat? Und was machen wir dann mit dem Ausgedachten? Und bei all diesen Fragen landen wir unweigerlich bei der direkten Demokratie. Heute wird Politik im 2-4-6-Augen-Prinzip hinter verschlossenen Türen gemacht. Und das empört den Bürger und empört die Bürgerin. Bei den zukünftigen Herausforderungen können wir es uns aber gar nicht leisten, auf die Kompetenz irgendeines Menschen zu verzichten. Deshalb mehr Demokratie. Ich bin bei mehr Demokratie, weil mir die Demokratie am Herzen liegt. Ein Punkt, über den wir reden müssen, ist das Wahlrecht. Wir haben in Deutschland die 5%-Klausel. Im Folge ist es so, dass die im Parlament vertretenen Parteien nicht wirklich den Willen der Bürger repräsentieren. Und daran müssen wir arbeiten. Und das tun wir mit mehr Demokratie. In einer Demokratie geht es darum, die Gesellschaft zu gestalten, in der wir gemeinsam leben. Und ich nehme die direkte Demokratie und den Parlamentarismus da gar nicht als Gegensatz wahr, sondern gewissermaßen als linkes und als rechtes Bein des Souveräns, um diese Aufgabe zu lösen. Ich bin bei mehr Demokratie, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Menschen Demokratie vor allen Dingen hautnah in ihren Gemeinden vor Ort erleben. Deswegen müssen die Gemeinden in Deutschland gestärkt werden und sie brauchen dazu die nötigen Aufgaben und sie brauchen vor allen Dingen auch die nötigen Mittel, damit sie auch eigenständig das Leben vor Ort gestalten können. Ich engagiere mich bei mehr Demokratie gegen TTIP und CETA, weil bei diesen Verträgen die Demokratiefrage die entscheidende Frage ist. Es besteht die große Gefahr, dass durch schwer umkehrbare Regeln der Spielraum für direkte Demokratie, den wir mühsam erkämpft haben, auf kommunaler und Landesebene eingeschränkt wird. Euro-Rettung TTIP, die Situation in Griechenland. Die einzigen Akteure, die hier Entscheidungen treffen, die sitzen zentral in Berlin oder in Brüssel. Das sind Regierungen, das sind die großen Konzerne und die Finanzmärkte. Ich möchte, dass die Bürger wieder ins Spiel kommen, dass die Bürger entscheiden, aber auch, ganz wichtig, die gewählten Abgeordneten und Parlamente und dass wir diejenigen sind, die die Spielregeln unseres Zusammenlebens gestalten. Mehr Demokratie hat viele Gesichter. Wir bewegen etwas, aber wir könnten noch viel, viel mehr bewegen. Deshalb brauchen wir Sie. Werden auch Sie ein Gesicht von mehr Demokratie? Werden Sie Mitglied bei mehr Demokratie? Vielen Dank.